Schön besäuert. Und jetzt voll, komm! Wann hast du das letzte Mal Fußballtraining gehabt? 3 Jahre. Eben, ich meine, das würde ich nie machen, am ersten Tag gerade. Sondern die Vorbereitungen in der Super League haben angefangen. Und das Erste, was uns ansteht, sind Leistungstests. Darum sind wir heute hier auf dem GC Campus, um zu schauen, wie fit ich noch bin, 3,5 Jahre nach meiner Karriere. Walti, du alte Legende, du. Ciao. Lange nicht mehr gesehen. Ja, du. Hä? Ja, das ist der Walti Grütter. 20 Jahre ist er bei GC mit Unterbrüchen. Auch bei Basel haben wir zusammen zu tun gehabt. Bei Zürich war er, Concordia, Basel, Winterthur, Türkei, Moskau. In den 35 Jahren habe ich mit 37 Trainern zusammengearbeitet. Der hat es dort, der Hitzfeld war sehr innovativ. Der hat neue Sachen wollen. Ich war ja der erste Konditionstrainer in der Schweiz im 1988. Kannst du mir mal so etwas sagen von deiner Karriere jetzt? Wer war der fitteste Spieler? Du! Ich? Du! Nein. Du warst eine Maschine. Sicher schon. Nein, es hat schon natürlich dort gehabt, wo wir sehr imponiert haben. Ganz extrem war der Kellström in Moskau. Den habe ich nachher zu GC gebracht. Ich habe noch nie so einen professionellen Typ gesehen wie der. Einfach immer in Topform. Wir haben 6 Wochen Ferien in Moskau mit den Spielern. Und er ist der Einzige, der zurück ist von 25 Spielern mit weniger Gewicht, als er gegangen ist. Die anderen haben alle 4, 5, 6 Kilo Übergewicht gehabt. Also gut, was machen wir denn heute? Schnelligkeitsausdauer im Intervallbereich. Und für mich ist wichtig, dass du auch schnell bist mit dem Ball. Also der Test ist eigentlich ein Training. Also ich tue es schnell erklären. Die Hütchen sind immer 4 Meter auseinander. Also du hast 4, zurück, 8, wieder zurück, 12, wieder zurück, 16, wieder zurück. Jetzt kannst du es mal machen, schön langsam, dass du mal den Laufweg drin hast. Was meinst du? 28. Ja, ist gut geschätzt. 27,2. Sag jetzt mal, du in Topform schaffst das sicher mal 2 Sekunden schneller. Also, das ist meine Challenge. 125. Okay, der Kai hat jetzt 2-mal den Parkour gemacht mit Aufwärmen. Jetzt gehen wir aber voll. 3, jetzt wollte ich maximal Schnelligkeit. Dann machen wir noch mal eine Pause und dann geht er den gleichen Parkour durch ohne Ball. Und dann wollte ich die Differenz sehen, die er hat, mit Ball und ohne Ball. Gut. Jetzt muss aber Gas geben. Jetzt muss Gas. Komm, zieh. Der Lang ist wichtig, der ist wichtig. Und jetzt voll, komm. Schaffst du es, zieh, hopp. Jawohl, 25, 1. Super. Aber das ist extrem, oder? Dass 20 Sekunden dich so brauchen, oder? Das ist Fußball. Das ist crazy. So, okay, jetzt haben wir mit dem Ball gemacht. Jetzt kommt meine Spezialdisziplin. Ohne Ball. Spiel ohne Ball. Spiel ohne Ball. Das Ziel ist, wenn er um die 22 um schafft, noch besser wäre unter 22. Aber dann müsste schon. Keine Chance. Top fit, ja. Das schafft er. Was meinst du? 23. 21,3. Das ist ein Top-Wert. Das ist ein Top-Wert. So, das ist mein Bewerbungsvideo für die Super League. Das ist eine Laufmaschine. Das haben wir gesehen, dass du schon mal mit mir trainiert hast. Schon, hä? Jetzt mein Ziel wäre jetzt genau das, herzubringen. Da haben wir jetzt 6 Sekunden Unterschied mit dem Ball. Du hast 27 mit dem Ball, oder? Und 25. 25, also. Dann sind das 4 Sekunden Unterschied, das auf 2 Sekunden zu bringen. Wir haben schon wieder top weit. Aber es ist überraschend auch für dich, oder? 21,3. Sehr überraschend. Das ist, aber wer ist der Schnellste, der das je gemacht hat? Der Raul Bobadilla. Der hat ohne Ball 19 Sekunden und mit Ball 21 Sekunden sind Topwert. Gut. Wissen wir das? Also Walti, altes Haus. Schön gewesen. Hat mich gefreut, ich habe mal zu sehen. Bringst du wieder auf mein Level, hä? Kein Problem. Gut. Du kannst ein halbes Jahr trainieren und dann bist du wieder Super League-fähig. Okay, gut.